Hallo Eddie, grüß dich. Hallo liebe Autowasch-Fans von der Christ Carcare. Ich möchte euch gerne heute unser aktuelles Aktionsprodukt von der Quick & Bright Produktserie vorstellen. Das hier ist unser Wheel Cleaner, ein sehr hochaktiver Felgenreiniger, den ich euch jetzt gerne in der Praxis zeigen möchte. Hier mit einer 750 ml Flasche gibt es aber bei uns aktuell in der Aktion auch als 200 ml Version fürs Handschuhfach. Ich zeige euch jetzt, wie man das Produkt anwendet. Ihr habt hier eure Autofelge. Die ist jetzt gut verschmutzt, der hat natürlich hier eine graue Lackierung zwischendrin, deswegen sieht es sich jetzt aktuell noch nicht so stark. Werdet ihr aber jetzt gleich sehen beim Auftrag von dem Produkt. Wenn ich es aufgesprüht habe, werden die Metallpartikel und auch der Brennstaub umgewandelt vom Reiniger. Das seht ihr dann mit einem Farbumschlag visualisiert. Und ich werde es dann im Nachgang mit unseren Vikatbürsten, die wir ja auch im Sortiment haben, die ist zum Beispiel auch in der Aktion aktuell verfügbar, werde ich die einarbeiten. Danach spülen wir aus und gucken uns die Felge dann an. Fang mal an, Eddie. Du nimmst das Produkt, du kannst den Sprühstrahl fein einstellen, dann gibt es einen Spitzenstoß, man kann es aber auch ein bisschen breit fächern. Also ich stelle es immer gerne ein bisschen breiter ein, dann hat man eine bessere Flanke. Und dann wird es im Prinzip ringsherum aufgetragen. So. Und wenn man das jetzt mal 30 Sekunden ziehen lässt, dann werdet ihr sehen, wie schön dieser Farbumschlag reagiert und wie die Umwandlung der Schmutzpartikel durch den Wheel Cleaner dann erfolgt. Mit der flachen Felgenbürste kann man jetzt auf diesen Standfelgen ideal einarbeiten. Dann kriege ich eine großflächige Berührung hin. Und kann dann auch die Felgenchemie dann auch in den entsprechenden Eckbereichen dann auch verteilen und den Schmutz optimal anlösen. Vor allem auch im hinteren Bereich mache ich schon rein, wo man gut hinkommt. Mit der Bürste kann man perfekt feinmaschigere Felgen dann reinigen, die mehrere Speichen haben, komme ich dann besser in Vertiefungen rein. So, und jetzt muss man natürlich nach der Einwirkzeit, also gesagt, 30 Sekunden soll es drauf bleiben. Ihr könnt es ja schauen, je nach Hartnäckigkeit der Verschmutzung. Wichtig ist, dass man es nachher auch wieder mit klarem Wasser abspült, das Ganze, damit die Felge dann auch schön sauber wird. Jetzt noch das zweite Produkt anschauen, und zwar das Quick & Bright Speed Shield. Das ist eine Polymerversiegelung auf Siliziumbasis und sorgt für einen optimalen Glanz auf dem Fahrzeug. Das Fahrzeug sollte aber vorher gewaschen und sauber sein. Wir haben jetzt hier zum Test ein paar Fingerabdrücke noch mit drauf gemacht, die ich einfach, dass man auch sieht, dass das Produkt tatsächlich auch was runterholt. Wir bringen jetzt den Glanz hoch, es ist langanhaltend und bringt im Prinzip auch noch ein perfektes Abperlverhalten. Wichtig ist, ihr nehmt ein sauberes Mikrofasertuch, da könnt ihr zum Beispiel, da kannst du mal draufhalten, das sind unsere Staub- und Poliertücher, die gibt es im 5er-Pack, könnt ihr bei uns bekommen. Die sind lasergeschnitten und sehr hochwertig, und im Prinzip geht es darum, du nimmst das Produkt, ein paar Sprühstöße direkt in das Tuch hineingeben, ja, so, nicht zu viel. Und dann gehst du im Prinzip über die zu bearbeitenden Flächen drüber. Und ihr seht jetzt hier überall, wo die Fingerabdrücke drauf waren, dass wir die wegbekommen. Können wir mal ein bisschen nachlegen. Entscheidend ist, dass das Produkt komplett abgereinigt wird im Nachgang. Dann nehmt ihr dann nachher eine trockene Seite von der anderen Seite und geht nochmal drüber. Es muss dann nachher streifenfrei und glänzend sein. Und dann habt ihr einen optimal behandelten Fahrzeuglack. Superglanz, oder?
So, und zum Beweis, wie schön versiegelt die Oberfläche ist, wie glatt die wurde, wir stellen es jetzt mal auf die eine Seite hin, da seht ihr, da bleibt die Flasche schön stehen. Da haben wir noch nichts gemacht. Auf der anderen Seite, wo wir gerade gehandelt haben, fängt die Flasche dann